Karl Breuer, Wertungsrichter und Chef des Professional Turnierausschusses, er sprach über Maike und Patsy Hall. Sie mit ihrer Kür, die Weltmeister über 10 Tänze des Jahres 87. Beide hatten sich für Augsburg noch einmal gewissenhaft vorbereitet, obwohl auf sie noch große Aufgaben warten. Die Europameisterschaften über 10 Tänze am 4. November und dann die Weltmeisterschaften im Dezember. Aber hier, so wie Karl Breuer es eben angesprochen hat, in Topform ihre Kür noch einmal aufpoliert. Die Augsburger waren begeistert. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal, woher es kam. Ja, das Paar hat eine Einmaligkeit, den Humor, die Clownerien, die man ihnen aber abnimmt. Und da spielt auch Patsy Hall mit. Für Michael und Patsy Hall. 6,0, 5,9, 5,9, 5,9, 5,8, 5,8 und 5,8. Die B-Note 5,9, 5,9, 6,0, 5,9, 5,9, 5,8 und 5,9. Zweimal die 6,0, eine hervorragende Wertung. Da bleibt nicht mehr viel Raum für die Engländer. Ich habe versucht, das Tanzen auf eine andere Ebene sichtbar zu machen, mit eigentlich bekannten Melodien, nicht so eingefahrene Melodien, die es eigentlich überhaupt für Tanzen gibt, sondern auch versucht, andere Melodien, zum Beispiel zu Taki-Tango oder das Dschungelbuch, zum Tanzen umzusetzen. Und das ist eigentlich mir oder uns sehr gelungen.